Und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einem weiteren Part von Infernal Enemy hier. Infernal, wie er da gerade schon gesagt hat. So, was bietest du mir denn, mein Hübscher? Deliziös. Seems like we really have an intruder in the house. Who's guarding the cable station? The boss. Oh yeah? No happy ride for our guest then. Okay. Anscheinend muss ich dann so einen Boss besiegen. Wer wohl? Ah ja, tot. Brauch keine Deckung. Ich hole mir meine Lebensenergie einfach von euch wieder. So, gebt mir was. Danke. Und ich bedanke mich nochmals. Ah, wieder volle Lebensenergie. So muss das laufen. Okay. Und wieder hier ein Sicherheitstrakt. Wofür wohl? Ach, das war diese Tür, an der ich dann eben gescheitert bin. Nicht gescheitert, aber da konnte ich nicht durch. Also wieder zurück, würde ich mal sagen. Ah! Zack! Komm! Nervt nicht! Geh jetzt einfach durch. Oh, eine Katze. Okay. Wow! Komm! Mann, bin ich ein miserabler Schütze. Okay. Habe ich es erstmal geschafft? Zeig mal, was du hast. Konntest noch nicht mal meine Lebenspunkte-Anzeige voll aufhören? Ich bin enttäuscht. Linux. It's looking good. There's another section of the monastery up on the hill, just a cable car right away. We need to get rid of some big shot monk at the station first. So why aren't you there yet? Are you scared? More stuck than scared. Don't waste my time, Linux. Get up there now. Quit bitching, boss. I'm on my way. Vor der Wand vorwärts drücken, um an die Wand anzudocken. Anzudocken? Bin ich ein Schiff? Okay, ich drücke vorwärts. Klappt sogar. Oh, ich dachte gerade, das wäre einer, aber es war nur mein Spiegelbild. Auch während des Andockens an die Wand kannst du um Ecken schauen. Drücke die Richtungstaste links, rechts oder vorwärts, wenn die Wand tief genug ist. Okay. Auch hinter einer Ecke kannst du das Deckungsfeuer einsetzen. Drücke und halte die Deckungsfeuertaste und schieße aus der Wanddeckung heraus. Alt. Okay. Okay, dann geht's direkt weiter. Ein Schrank. Nix. Oh. Du meinst, du könntest einfach so entkommen? Nicht mit mir. Ah? Oh mein Gott. Was für ein Chaos. Zack! Gar kein Problem. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, das kann ich auch öffnen. Aber so wie ich das sehe, sind da nur Bücher drin. Was soll ich mit Büchern? Hm? Oh, ein Schalter. Schalter. Geheimes Zeug. Das ist immer schön. Du hast eine neue Waffe eingesammelt. Laserpistole. Laserpistole? Was zur Hölle? Seit wann kämpfen Mönche mit Laserpistolen? Aber seit wann haben Mönche auch so krasse gelb
blau leuchtende Zeichen auf den Kutten. Auch eine Frage, die man sich mal hin und wieder stellt. Die sehen eher aus wie Security-ID. Wozu brauche ich die? Erstmal alles hier leer räumen. Kann ich hier noch irgendwo durch? Nein. Da war ich schon, da war ich schon. Hier kam ich her, da ist noch einer. Gib mir was Schönes. Ein paar Shuriken, immer gut. Okay. Hier kam ich her, glaube ich. Ein Schrank. Wieder nichts drin. Mein Gott. Okay. Report. Oh! Du hast mich erschreckt. Dann gib mal was her. Okay. Muni? Noch mehr Muni. Wie schön. Dieser Vorhang ist aber groß. Nichts. Ein Schrank. Aber mit nichts drin. Ah, ist das schön. Ah, mehr Munition. Aha! Das war doch mal schön. Okay. Wieder einmal labe ich mich an den Seelen meiner Gegner. Ein Schrank. Noch mehr Munition. Sehr schön. Aber ich habe, glaube ich, das Maximum erreicht. Ah, und dafür brauche ich wohl... Was zur Hölle? Irgendwie war ich da gerade festgehangen. Dafür brauche ich die ID-Karte. Die Firma dankt. Okay. Oh, jetzt bin ich auf der Brücke, von der die mich da eben beschossen haben. Zack. Locker. So, und jetzt labe ich mich noch an euren Seelen. Okay, ein paar Shuriken. Kann man immer gebrauchen. Wenn ich das recht verstanden habe, kommt dann gleich ein Boss. Bin ich ja mal gespannt. Der Boss dieser Mönche kann mir bestimmt nichts anhaben. What's your status? I'm in a laser block tunnel. I think this is where some of your tricks could come in handy. So, you do need my advice after all, Lennox. About as much as you need my help, Black. Fair enough. One of the powers I gave you is teleportation. Use it carefully. It's tricky and can be dangerous in a beginner's hand. Well, your concern for my well-being brings tears to my eyes. I suppose it uses up a lot of mana. Drücke die Teleportationstaste. Den Zielort wählst du mit der Maus aus. Mit der Angriffstaste bestätigst du den Zielort. Das ist ja cool. Ah ja. Cool. Dann mache ich das so und dann drücke ich da rechts Linksklick. Und dann... Ah ja, hier ist der Sicherheitscomputer. Aktivieren. Und zack. Die Laserbarriere ist weg. Perfekt. So, und jetzt? Das sieht aus wie ein Boss. Leave the shadows. Show yourself. I'm comfortable right where I am. Thank you. Let there be light then. And we'll see how comfortable you feel, shadow creature. Okay. Das scheint wohl der Boss zu sein. Anscheinend wird er beschützt. Und mein Mana ist komplett auf Null gegangen, wegen dieser geilen Lampe. Das ist ja nicht so schön. Aber ich kann sie kaputt machen, okay. Dann sollte das ja wohl nicht allzu schwer sein.
Komm. Sauber. Mana regeneriert sich, sehr gut. Und Höllenangriffe scheinen ihm zu schaden. Sehr gut. Dann habe ich das jetzt eigentlich... Es ging ja extrem schnell, wie schnell ich das raus hatte. Vielleicht ist unterschwellig ja doch was hin. Regeneration. Höllenangriff. Ach mein Gott. Oh, er zerschießt die Barrieren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, ich habe nur eine bestimmte begrenzte Anzahl von Versuchen und Zeit. Zack, nimm es. Zack. Ah, er ist tot. Locker. Dann zeig mal, was du so hast. So als Obermönch musst du auch eine köstliche Seele besitzen. Und eine Security-ID. Sowas brauche ich natürlich auch immer. Manhandle will be more accurate. He's dead. Well done. I know. Ja, wenigstens ist er selbstbewusst. Fernzugriff. Dafür brauche ich Computer und hierfür brauche ich die ID. Okay. Das war also ein Boss. Was wäre denn... Er war eigentlich ziemlich einfach, wenn man... Sobald man darauf kommt, dass man die Lichter ausmachen muss, aber das war jetzt nicht sonderlich schwer, darauf zu kommen. Weil erst die Lichter haben ja einen so geschwächt. Aber egal, dieser Bosskampf ist vorbei und jetzt geht's weiter... mit der Seilbahn. Es ist doch immer wieder schön, mit einer Seilbahn zu fahren. Erinnert mich an 13. Okay. Ladebildschirm. Ja. Und automatisches Speichern auch noch. Oder das war eben ein Zwischenboss. Black, I've reached the upper cloister. Finally. You've been quite useless so far. It's high time you got the wolf for me. Next time you're doing it all yourself. What was that about Wolf's assistant? You should have paid attention. Over and out. Ja. Wie zwei Geliebte. Wie zwei Geliebte. So. Ist hier noch irgendwas? Nein. Das ist ja nicht schön. Oh. Fuck. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Jörg? Ja. Wie deaktiviere ich den Blödsinn jetzt? So? Jedenfalls nicht. Indem ich einfach weit genug weggehe? Okay. Dann wollen wir doch nochmal versuchen. Und deaktivieren. Danke. Okay. Ja, es sieht doch wieder wie ein Schnitzelweg aus. Stand by for combat. Disturbance in the lower cloister. Okay. Die scheinen mich ja hier schon zu erwarten.
Okay. Das Dumme ist an diesem Höllenfeuer, dass ich immer nur einen Schuss habe und den muss ich treffen. Auch wenn das jetzt nicht so das Monsterproblem ist. Das ist natürlich das Gegenteil von einer Maschinenpistole, wo ich einfach die ganze Zeit durchballern kann. Und dann hoffe, dass irgendwas trifft. Okay. Eine Truhe. Munition. Sehr schön. Munition brauche ich gerade im Moment ein bisschen. Nichts. Ich glaube, da oben ist auch nichts außer eine Leiche, die ich vielleicht noch aussaugen könnte. Lennox, you've been given a handy device. I see not only Etherlighters and her high-tech gadgets. You underestimate the Abyss Power, the most ingenious invention of mankind. We're designed for the sole purpose of killing people more effectively. That sounds promising. What did I get? The vision that makes you able to see what a human eye normally doesn't. For example, mana and health sources. Well, hidden secrets. Treasure chests, pirate's bounty. Ja, ich gerne. Drücke die Höllensicht-Taste, um die Höllensicht zu aktivieren. Mit Hilfe dieser Sicht kannst du zusätzliches Mana und Gesundheit finden. Okay. Was ist das denn? Schau dich um, um Geheimcode zu finden. Wenn du einen Code findest, lies ihn aus kurzer Entfernung. Den Code merkst du dir automatisch. Was ist das hier? Was blinkt hier so? Hm. Was zur Hölle ist das? Dieses Blinkende hier. Ich will wissen, was das ist. Hm. Verstehe es nicht ganz. Aber okay. Hier war der Code. Hier habe ich ihn gemerkt. Wunderbar. Code akzeptiert. Wunderschön. Und damit, glaube ich, beende ich auch diesen Part. Und ja. Ihr wollt mir keine Ruhe gönnen, oder? Ich sagte, hiermit beende ich dann diesen Part. Und auf Wiedersehen.